Also mein Name ist Astrid Weiß, ich bin Tierärztin und was wir hier machen an diesem Unternehmen ist stallspezifische Impfstoffe und Autovakzinen für Tiere, ausschließlich für Tiere. Das funktioniert prinzipiell so, dass wir Krankheitserreger, meistens Bakterien, von Betrieben bekommen. Wir bekommen dann diese zugeschickt und machen daraus einen Impfstoff und die werden wieder an die Tierärzte abgegeben. Die größte Motivation war, sein eigener Chef zu sein. Von der Familie oder von Freunden helfen tut einem kaum jemand. Also ich habe schon Unterstützung bekommen durch diese Wirtschaftsagentur. Ja. Das war aber schon sehr arbeitsintensiv. Das erste war eben diese Voraussetzungen zu schaffen, um arbeiten zu dürfen, dann eben die Lokalität suchen, alles vorzubereiten. Das ist eine große Vorbereitungszeit gewesen und Arbeit. Das hat wirklich 2 Jahre gedauert, bis wir da starten durften. Tipps für Gründer, ja. Man muss sich wirklich gut vorbereiten, einen Businessplan machen, ja, das gut durchdenken, auch finanziell. Man muss einfach dranbleiben, wenn man das gern macht, dann das ist das Wichtigste, das A und O.